VR-Training und Multiplayer? Wie das funktionieren kann, das zeigen wir euch jetzt. Hallo, ich bin Aaron von LEFX. Hi, und ich bin sein Kollege Carsten. Heute in diesem Video gehen wir auf VR-Trainings im Multiplayer ein. Und dazu machen wir erst ein praktisches Beispiel, um später auf die technischen Details und Hintergründe einzugehen. Also, let's go! Aber zuallererst, wozu brauchen wir denn überhaupt Multiplayer in einem VR-Training? Gut, dass du fragst, Carsten. Bei Multiplayer-Trainings, anders als bei normalen Spielen, hat man nicht nur einfach mehrere Leute, die zusammen in einer Szene hängen, sondern es muss ein Trainer entweder zu einem Trainee mit dazu oder es gibt mehrere Trainees, die eine Gruppensituation haben, bei der sie gemeinschaftlich ein Problem lösen. Ebenso sind Prüfungssituationen möglich. Außerdem können Trainerinnen Sachverhalte demonstrieren und kontrollieren und es kann in VR auch nach der 4-Stufen-Methode gearbeitet werden. Ich würde sagen, starten wir mit einem Beispiel, oder? Jo. Dazu übernehme ich die Rolle des Trainees. Ich mache die vom Trainer. Okay, und in unserem Beispiel nehmen wir ein Demo-Projekt von uns, wo wir einen kleinen medizinischen Roboter zusammenbauen. Den haben wir MedBot genannt. Ja, und das, wie alle unsere Multiplayer-Trainings, können wir das auch im Singleplayer und Offline starten und so geht es dann auch los. Klingt gut? Jo. Hier sieht man, wie ich meinen Avatar auswähle. Geschlecht und Farbe habe ich ausgewählt. Starte ich mit diesem Avatar ein Training. Hier sieht man die Lobby auf dem Server, da bin ich als Main-User schon mal drauf alleine. Nehme die Handschuhe schnell auf und hier haben wir auch schon unser MedBot, den ich zusammenbauen soll. Da fehlen noch die Räder und den drehe ich jetzt erstmal um, damit man die Räder dran montieren kann. Und jetzt soll ich eine Kiste rufen und hänge fest. Jetzt brauche ich meinen Trainer und rufe Aaron. Und ich bekomme halt direkt die Chat-Einblendung von Carsten, dass er Probleme hat. Und setze mir doch flugs meine Brille auf und trete der Session bei. Da bin ich mit meinem grünen Avatar. Hallo Aaron, ich habe Probleme mit der Kiste, die da gerade reinfährt. Sehr schön. Also teleportiere ich mich rüber, zeige die Kiste und gebe Carsten hier auch das erste Rad. Genau, wir müssen die Räder dran montieren. Aha, also, und ich nehme das Rad auf und wo kommt's hin? Da, alles klar. Sehr gut, da das so schön geklappt hat, probieren wir das jetzt einfach nochmal mit dem zweiten Rad. Genau, dann müssen wir alle 6 Räder an dem MedBot dran montieren und wir skippen jetzt vorwärts, da habe ich Probleme mit dem Akkuschrauber, weiß nicht, was ich damit machen soll. Also nehme ich den Akkuschrauber und deute auf die Stellen am MedBot, wo noch Schrauben zu befestigen sind und gebe den Akkuschrauber wieder zurück. Okay, jetzt hat Aaron mir das demonstriert, jetzt kann ich es nachmachen und er kann kontrollieren, dass ich das auch richtig mache. Genau, in dem Moment bekomme ich auch schon die Push-Notification vom nächsten Trainee und mache mich wieder auf den Weg. Kommen wir jetzt mal zum technischen Part, ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Das ist jetzt nicht so einfach, als würde man einfach so 2 Singleplayer miteinander verbinden, sondern wir brauchen da schon einen Multiplayer-Server mit einer kleinen Serverstruktur und dafür verwenden wir einen Cloud-Dienst von Unity, also die Unity Gaming Servers und auf diesen Server, da gibt es halt eine Lobby und in dieser Lobby, das kann man sich dann vorstellen wie eine Lobby in einem Hotel, da treffen sich die Leute und die können dann in einzelne Räume wechseln. Das kann man sich auch vorstellen wie in einer Schule zum Beispiel, wo es einzelne Unterrichtsräume gibt. Nur die Analogie ist nicht ganz so treffend, weil wir haben ja jetzt hier virtuelle Räume und da kann man fast unendlich viele Räume sozusagen erzeugen, in denen sich dann die Spieler treffen und diesmal sind es ja Trainees und Trainer, die da drin sich unterhalten wollen. Unterhalten ist auch ein guter Punkt. Die Leute wollen ja miteinander reden, mit Sprache und deshalb brauchen wir auch einen Voice-Chat, wo man miteinander reden kann. Dafür benutzen wir Vivox und die Leute können halt Mikrofon und Kopfhörer benutzen und so auch in diesen Räumen miteinander sprechen. Jetzt hatten wir auch mal Fälle, dass jemand Englisch spricht und jemand Deutsch oder andere Sprachen und da ist es sogar möglich, eine Echtzeitübersetzung anzuwenden, dass dann über den Kopf sozusagen live übersetzt wird, was diese Person sagt und man sich auch so verstehen kann. Ihr seht, es gibt vieles, worauf es beim Multiplayer im VR ankommt. Da ist einmal die Synchronisation. Wir benutzen den VR-Bilder. Der hat ein extra Networking-Addon, damit die Objekte auch synchronisiert werden können. Und zum anderen gibt es das Ownership-Prinzip. Dazu habe ich hier zum Beispiel die Tasse. Und die Tasse kann ich jetzt an Carsten übergeben. Er übernimmt die Ownership. Und damit ist Carsten jetzt dafür verantwortlich, dass auch die Position und die Rotation an die Teilnehmer im Raum weitergegeben wird. Kommen wir mal zum Fazit des Ganzen, um es nochmal kurz zusammenzufassen. Worum geht es beim Multiplayer im VR-Training? In erster Linie um die Themen Synchronisation und Kommunikation.
Dementsprechend, damit das Vorhaben gelingt, braucht man eine gute Serververbindung, die entsprechenden Tools und das gewisse Know-how, um das Ganze umzusetzen. Soviel zum Thema VR und Multiplayer. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns an und ihr könnt gerne unseren Kanal abonnieren, damit ihr die Videos nicht verpasst. Bis bald. Bis bald.